Wobei, nicht mal unbedingt. Ich glaube, du brauchst hier nicht mal Mercs. Ich glaube, du wirst Attack Speed Boots und man hat jetzt den Nocturne entweder gespottet oder man Ja, weiß zumindest, dass er da ist. man hat den Nocturne gespottet an dem Dubai-Fahren Ward und der Nah geht jetzt oben rein und das könnte sehr böse für Skagon ausgehen. Das war ein bisschen Anti-Synergy von den beiden Ults, aber es reicht trotzdem. Geht auch Pudding an. Pudding muss vorsichtig sein. Und hier wird das jetzt so ein Engage für PL. Da misst Schöner leider Re-Engage. die Ashe oder leider gemisst, aber die Ashe, oh, da kommt noch eine Akali. Die hat gerade geflasht ultet und hat leider alles gemisst. Und die Orianna kommt Anti-Pete, kriegt aber die Weil leider nicht. Und das wird jetzt hier keiner sterben, oder doch, der Alistar wird noch geschaut und die Orianna muss noch flashen. Und Skelgon will hier Base gehen, aber und zündet die Ult und wird zu dem Graves geultet. Und jetzt muss Skelgon hier rausflashen. Und Skelgon. Kommt die Ashe-Ult raus. Und Und da trifft er nochmal. leider. Demnach glaube ich, sollte PL das eigentlich gewinnen können. Und da hat Ashe einen Drake bekommen. Die Akali geht jetzt auf die Ashe. Und die Guter Ashe wird hier Re-Gage. getroffen Oh und mein ist Gott. tot. Und leider Okay. bekommt hier PL wieder niemanden. Alle kommen mit Low HP raus, ne, wo Man die hat. PL sich rumtreibt. Und jetzt wird hier auf Skaron geguckt. Der hat keinen Flash von eben. Und wird hier direkt angegangen. Komplett Full Combo von der Rell. Aber überlebt hier und der Alistar kommt dazu. Und das ist ein Kill für Skelgon. Und Auch das ist für sogar noch ein Skelgon. weiter Kill. Aber Und die kriegt den Ashe nächsten kommt Kill, auch Belama noch. Ulti. Auf dem genau drauf. Der muss wegflashen, ist aber im Feller gefangen. Ich finde das Ganze ein bisschen risky, weil aktuell sind noch alle Ultimates auf Cooldown. Belama geht da jetzt auch einfach zu alleine rein. Die ist zu weit vorgegangen. Kriegt aber den Drake sogar Flash raus. Und Skelgon kriegt den ersten Kill auf der Skelgon Rell. kriegt einen Kill auf die Rell. Währenddessen stirbt Ashe und Alistar. Na, leider noch nicht. Und das ist eine Geld von Man flasht auf den Alistar. Graves Und die drauf. erste Ult kommt hinterher. Die Nocturne Ult hinterher. Und der Graves ist hier tot. Währenddessen ist Skelgon in der Backline. Und könnte ja auch sterben. Und Rell kommt gerade so weg. Akali muss noch rein. Hier passieren viele Flashes. Und der Nas dann. Eine gute Orianna Ult. Der Six wird geshutdown und jetzt kann Ashe kiten. Und der Six hat kein Seraph gekauft und man geht hier in den Gate auf die Rell mit zwei Ultis, drei Ultis. Und die Rell überlebt trotzdem, aber stirbt dann doch nach ihrer Ult. Der Ward wird jetzt gesehen und wird aber, glaube ich, hier nur in einem Standoff sein. Rieke sei flashed einfach rüber, verkackt die Alistar Combo. Das war ein Hexer Flash, aber ja. Oh, die Hanna Ulti geht auch ins Nichts. Hier muss PL einfach nur raus. Der Nah fängt jetzt an zu chasen, die Akali trifft und Alistar ist hier One-Shot, dafür wird die die Rell auch gekillt. Und das ist hier wieder eine schöne Nah-Ult. Und dadurch stirbt Nocturne auch noch und jetzt kann PME... Ja, und es sieht so aus, als würde PL jetzt... Oh, schön Ulti auf den Graves, super Graves wird One-Shotted und Rell ist jetzt auch tot. Und das ist sehr gut für PL. Da ist auch noch ein Alistar auf der Akali, die muss hier rausehen. Na, der jumpt Knarr hier muss aber ausspielen. zurück. Und Die das Ulti ist eine trifft wieder Ult. auf den Graves. Belama ist ins Pit geflasht. Geht jetzt noch Ja. rein. Und der Nah hat jetzt auch kein Mega mehr. Und Skelgon ist mittendrin. Eine gute Rell-Ult, auch eine 6-Ult. Angie ist und schon gewonshottet. Nocturne ist leider auch tot. Das heißt, der Soul geht an PME. Und das war ein schlechter Fight für PL. Alle Member sind tot. Da wird auf die Midwave TP'd. Und das könnte vielleicht sogar ein End werden für PME. Ich glaube, das PME. Wird das End sein. Macht. Und Pangi wurde in der Zeit einfach gewonshottet. Und so verliert man jetzt leider das Game 1. Schade. Sehr schade. Wieder sehr starke Momente auch mit einem Game. Aber meist hebst du dir die auf, damit du. Ich muss aber sein Fleisch investieren. Und eben nachdem kann man da nochmal looken. Jetzt geht man hier unten auf die Ash drauf. Die Rail ist jetzt aber allen vorne, wird gestunt, wird ignited, man auto-attackt so gut es geht, die Vi ist da, man flasht und kriegt First Blood für die Vi. Der Six muss rausflashen. Belama droppt zwar low, Freakazoid nimmt auch noch einen Tower Shot mit, aber man kriegt den Kill und man kommt raus. Toplane könnte jetzt vielleicht einen Gank ausbrechen, Renekton hat keine Vision da drauf. Und hier wird auch die Ult gezündet auf beiden Seiten und. Belama hat seine Q aber benutzt. Ja, und warum auch immer. Skagum wird einfach gewonshottet, Belama
Mordekaiser ist, den Renekton in den Deathrame geführt hat. Jetzt Pangi muss aber flashen. Krieke sollte es dahinter, aber man wird beide bekommen. Ja. Und Pangi wird hier wieder gedived. Zusammen mit Bellama. Lama hat ultet den Klon. Bellama hat leider den Klon geultet. Mordekaiser hat Mitte TP. Und der Biss wird hier geultet. Na, aber Skellion, wenn er da rauskommt, ist dann 1 gegen 3. Und das. Hege dodge. Ja, Skellion weiß das auch, deswegen geht er hier raus. Ist dann nicht Gordink einfach immer mehr wert und Freakazoid wird hier jetzt auch einfach fallen. Entscheidet sich sogar die Ulti aufzuheben. Ist natürlich nervig. Und jetzt ist nochmal eine Gage auf den Fizz. Auf den Fizz, auf den Six. Die Ult kommt an Pangi, kommt dazu. Pangi bekommt hier auch den Kill. Und die Rail muss auch noch rausflashen, da wird hinterher geultet. Die Rail muss ulten. Und der Lama tankt in den Tower und überlebt auch knapp. Aber vielleicht hat man Angst, dass der Fizz moved. So, Blaine wird hier ein Fizz drauf. Und der Fizz könnte hier sterben. Ja, ganz die knapp. Fizz E hat leider gereicht. Blaine hat ihn gleich auf den Six gefunden und er wird hier auch sterben. Er nimmt noch den Tower mit. Und jetzt ist hier auch ein Catch auf Bellama und der wird hier sterben. Und genau das meine ich. Und jetzt wird Pudding auch noch gecatcht. Du darfst halt. Also zu diesem Gamepunkt kannst du halt niemals reinmoven. Lookt man schon wieder aufs Skellion drauf. Der Wukong macht das gleiche nochmal. Jetzt und der Ash Arrow auf den Wukong. Das könnte ein guter Engage sein. Die Vi kommt aber noch ran. Im Deathframe ist der Six mit dem Mordekaiser. Der Renekton kann währenddessen die Ash killen. Jetzt kriegt man mit Bellama die Rail down, Shutdown. Der Six ist auf 1 HP. Skellion kommt aber ganz knapp nicht nochmal dran. Der Fizz ist jetzt am Reengage und Flash von Pangi kriegt den Six gekillt. Jetzt ist der Renekton in einer schlechten Position. Freakazoid fällt aber. Und ich glaube, dass die anderen Mitglieder von PME rauskommen. Ein Comeback wieder relativ realistisch. Jetzt wird aber Skellion angegangen. Das sind 1v2. Die Ash Ulti trifft nur den Wukong-Klon. Mordekaiser hat jetzt den Wukong in seiner Ultimate. Kommt aber nicht hinterher. Das heißt, man versucht jetzt zu disengagen als PL. Die Vi trifft auf den Fizz, der Freakazoid Reengage auf die Rail. Die Rail kriegt aber auch nochmal einen Gage raus. Das heißt, dass der Pudding einfach instant droppt. Währenddessen hat man nur die Rail bekommen. Pangi macht viel Arbeit mit seiner Ultimate. Viele Member sind low, aber es reicht nicht ganz. Und man ist mit drei Leuten hinter dem Baron Pit. Man engage jetzt auf die Rail. Guter Engage. Die Rail, ja, die Rail wird hier wahrscheinlich sterben an der Pangi Ult. In den Jungle. Lama wird von der Fizz-Ulti getroffen. Der Wukong ist auch direkt dahinterher. Pudding benutzt seine Ulti defensiv, um Lama zu retten. Funktioniert aber nicht. Der Six. Der Fizz droppt low. Shutdown für Pudding. Die Xeran-Ulti hinterher. Der Wukong muss rausflashen. Und man tradet one for one. Und force den TP direkt. Und dann geht man einfach wieder raus. Das macht PME hier ziemlich gut. Wobei jetzt der Alistar im Bedrängnis ist. Und dafür stirbt aber auch der Wukong. Und jetzt kommt der Renekton-TP. Mordekaiser stirbt hier. Passt direkt, kann noch gar zu überleben kurz, um noch den Kill zu sichern. Renekton ist auch tot und die Vi überlebt das und der Fizz muss jetzt auch raus. Lama ist bald ist auf dem Weg, ist bald da. Der Pudding ist allerdings direkt da und Pudding ist One-Shot direkt. Ich würde hier den Elder Drake finishen wollen. Finish und den Elder Drake bitte. Der ist auch raus. Nicht der Elder Drake wird nicht gefinished. Und Bellama wird hier wahrscheinlich auch noch sterben. Ja, Bellama ist hier down. Auch Bellama kriegt ihn und kriegt noch das Schild. Kriegt dieser Flash jetzt auch noch rein, Pangi Flash hinterher, beide sind jetzt auch ziemlich sicher down. Und der Wukong flasht auch wieder auf Pangi und Pangi könnte hier sterben, ja. Also hier hatte man gerade die Karten wieder in der Hand und ich finde, dadurch, dass man den Fizz gechased hat, nachdem der im Prinzip alles benutzt hat, um Pudding zu töten, statt den Elder Drake zu holen. Und ich glaube nicht, dass PL was dagegen machen kann. Der Inhibition schon down, jetzt resettet man. Man schießt jetzt die Ash Ulti auf den Six. Schöner Reengage. Aber man ist immer noch gegen Elder Drake und man sieht, die Helfers hören langsam von Freakazoid wird executed. Skellion muss rausflashen. Man tradet one for one. Never ending Nightmare. Six wirft Bomben rein. Der nächste Tower ist ein Auto-Attack into the W, bis der auffällt. Und PME kann sich hier auch einfach die Zeit lassen, die sie brauchen. Und jetzt kommt kommen die nächsten zwei die Wave. Die nächste Fist-Ulti wird schon wieder geworfen, also auch da einfach kein Cooldown mehr drauf. Jetzt kommen Autotech und die Satchel. Der nächste Tower aus Sauna, ihr sagt mal, man fightet jetzt. Engaged full auf PL drauf. Die Vi-Ultimate auf dem 6 drauf mit Xerath hinterher. Man kann maybe sogar den 6 töten. Nee, ganz knapp nicht. Der Renekton währenddessen im 1v2 gegen
Pudding, beziehungsweise mit der Rell im 2v1 gegen Pudding. Skyrun ist bereits gedroppt, Pangi der letzte Lebende und das war's. War's leider. Schade. Starke Spiele von PME.